News der Woche Nummer 27. Beleidigungen bietet euch mit dem Europapark weiter. Der Nürnberger Digital Festival startet wieder. Ab heute findet das Digital Festival in Nürnberg statt, bei dem BesucherInnen und Besucher in den nächsten 10 Tagen an Workshop teilnehmen können, die sich mit Kreativität, KI sowie der digitale und analoge Welt beschäftigen. Nach ca. 2,5 Wochen später ist es offiziell bekannt, dass der Park oder dass die abgebrannten Attraktionen im Europapark wieder aufgebaut werden. Nach aktuellen Erkenntnissen vom Park handelt es sich um einen technischen Defekt in der Elektroversorgung. Beleidigungen, Beschimpfungen und Pöbeleien hinnehmen müssen, während Anweisungen der Einsatzkräfte nicht Folge geleistet wird und ihnen Anzeige angedroht werden. Die Empörung von den fremden Leuten ist ein sehr großes Thema einfach unter allen Einsatzkräften, die einfach auf dem überall sind, tätig sind, die einfach in der Not Menschen helfen möchten. Und müssen sich dann eben auch sich selber schützen. Und darum auch ich und viele andere, wir würden und allen wünschen oder alle Einsatzkräfte, dass diese Wut und Beschimpfung einfach zurückgeht. Wir wollen nur helfen. Ihr wollt doch auch, dass wir euch helfen, die gerade in der Not seid und dankbar seid, dass ihr gerettet wurde und nicht irgendwie so von irgendwie außerhalb und sagt, mach schneller, ihr könnt nichts, keine Ahnung. Hört einfach damit auf. Das ist, muss ich sagen, ist ein persönliches Hack auch von meiner Seite. Ich heiße einfach, mach das einfach nicht. Ich bringe euch nichts, damit bringt ihr den Einsatzkräften überhaupt nicht. Und ihr werdet da auch nicht cooler raus oder ihr seid einfach nur Menschen. Und die Einsatzkräfte möchte euch helfen, unterstützen. Bitte respektiert es. Die sind auch nur Menschen und opfern ihre Freizeit, um euch zu unterstützen. Beschimpfen, Beleidigen gehört hier in dem Fall nicht in den Sack, sondern mit anzupacken. Das waren dann die nächste Woche von dieser Woche. Wir sehen uns in nächster Woche wieder. Schönen Tag. Habt eine schöne Woche. Tschüss.